Ein Besuch von Rodders Stadt. Vom Busbahnhof direkt zum Hafen. Vorbei an der Fontane Grande zur Hafeneinfahrt, an der einst die riesige Statue des Sonnengottes Helios gestanden haben soll. Weiter geht es mit dem Touristenbus rund um Rodders. Entlang der Stadtmauer. Leider nur schwer zu erkennen. Weiter geht unsere Besichtigung an der Stadtmauer entlang Richtung Großmeisterpalast. Tunnel Richtung Tor des heiligen Antonius in der Stadtmauer.
weiter führt uns unser Weg durch die mittelalterliche Altstadt von Rhodos, abseits von dem Massentourismus. Schwer zu begehen und bei Nässe äußerst gefährlicher Straßenbelag aus dicken Kieselsteinen. Sehr schönen, kleinen, mittelalterlichen Gassen. Zwischenzeitlich haben wir uns natürlich auch in einem kleinen Restaurant gestärkt und befinden uns nun auf dem Weg zum Busbahnhof. Vielen Dank fürs Zuschauen und euch alles Gute.